Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute sind wir wie versprochen mit der Zittauer Schmalspurbahn unterwegs. Fahren nun von Zittau nach Kurort Eubin und Kurort Jonsdorf. Zunächst geht es nach Jonsdorf mit Umstieg in Berzdorf und dann zurück nach Berzdorf und weiter nach Eubin und zurück nach Zittau. Ja, wie ihr schon sehen könnt, unser erster Zug ist heute ein Dieselzug zusammen mit den klassischen Wagen. Ihr seht, hier gibt es auch einen barrierefreien Wagen. Das ist also auch etwas ganz Ungewöhnliches bei einer historischen Eisenbahn. Aber sie hat ja durchaus auch noch einen gewissen Nahverkehrscharakter, da sie ja weitestgehend täglich unterwegs ist und sicherlich auch der ein oder andere sie als reguläres Verkehrsmittel nutzt. Wir haben hier jetzt soeben Zittau verlassen, halten dort am Bahnhofsvorplatz, haben jetzt hier gerade niveaugleich die Bahnstrecke Liberec-Zittau gekreuzt, werden diese dann gleich noch einmal unterqueren. Davor haben wir noch den Haltepunkt Zittau und einen ehemaligen Anschluss an die Bahnstrecke Reichenau-Hermsdorf, die allerdings nicht mehr existiert. Hier unterqueren wir jetzt hier gerade das Viadukt der Bahnstrecke in Richtung Liberec. Man sieht schon, wir haben hier deutlich an Höhe verloren, sind deutlich tiefer als die Bahnstrecke, die wir eben noch niveaugleich gekreuzt haben, und erreichen dann hier den Bahnhof Zittau Süd. Danach folgt ein ganz besonderes Bauwerk, nämlich die Mandaubrücke, die ja vor kurzem auch eben aufwendig renoviert wurde. Ihr seht schon, das ist ein ganz ungewöhnliches Bauwerk. Es ist nämlich quasi aufgebaut wie ein X. Wir haben nämlich eine Straßenbrücke und eine Bahnbrücke und die kreuzen sich direkt in der Mitte des Flusses. Also das ist auch ein ganz interessantes architektonisches Bauwerk. Und danach erreichen wir Zittau Vorstadt. Hier kommt uns gerade der Musikzug entgegen. Dieser Musikzug fährt an ausgewählten Fahrtagen eben auch als besonderes Event und mit dem werden wir später dann auch noch unterwegs sein. Jetzt geht es aber erstmal mit unserem Dieselzug weiter in Richtung Berzdorf. An diesem Fahrtag waren die Fahrpläne ein bisschen anders, als man das gewohnt ist. Normal fährt jeder zweite Zug nach Jonsdorf und der jeweils andere dann nach Eubin mit Zügen einmal in der Stunde. Heute war es allerdings so, dass alle Züge nach Eubin gefahren sind und man immer in Berzdorf umsteigen musste, wenn man in Richtung Jonsdorf möchte. Hier überqueren wir jetzt gerade die Brücke Olbersdorf und erreichen danach Olbersdorf-Oberdorf. Ja, wie gesagt, heute alle Züge direkt nach Eubin. Züge nach Jonsdorf gibt es heute keine durchgehenden. Da muss man immer in Berzdorf hier umsteigen. Und das liegt daran, dass heute der Sachsenzug auf der Strecke Berzdorf-Jonsdorf zum Einsatz kommt. Und hier sehen wir den auch schon. Bis jetzt waren wir mit einer VL45H aus Rumänien im Einsatz. Und jetzt wechseln wir zu einer Dampflok. Und zwar ist das eine sächsische 4K. Dampflokomotive, ein ganz besonderes Modell, denn mit 96 Exemplaren ist sie die meistgebaute Schmalspur-Lokomotive in Deutschland und diese hier sogar noch in der Farbgebung der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn. Auch die Wagen sind entsprechend deutlich älter, das kann man hier gut sehen, und sie verfügen auch über verschiedene Wagenklassen.
Wir sind dann nun auf dem Abschnitt in Richtung Jonsdorf unterwegs. Das ist der etwas weniger stark befahrene, etwas weniger wichtige Abschnitt, denn Eubin ist die deutlich interessantere Stadt für Touristen. Deswegen sind mehr Gäste dorthin unterwegs. Aber wenn natürlich hier gerade der Sachsenzug unterwegs ist, dann sind auch viele unterwegs in Richtung Jonsdorf, denn das ist wirklich ein ganz besonderer Zug, der nur an wenigen Tagen im Jahr unterwegs ist. Das kann man auf der Webseite der Zittauer Schmalspurbahnen natürlich nachlesen. Dieser Abschnitt hier ist relativ kurz, gerade mal 3,8 Kilometer lang. Allerdings werden dort über 100 Höhenmeter überwunden, also ein ziemlich steiles Stück, was wir hier hinauffahren Richtung Jonsdorf. Wir sind ja hier auch im Zittauer Gebirge unterwegs. Und das werden wir nachher auch noch sehen, landschaftlich ein wunderschönes Gebiet. Schon jetzt hat man viele schöne Stellen gesehen, aber es wird noch wesentlich schöner. Ja, nachdem die Lok dann umgesetzt hat, geht es nun mit demselben Zug direkt wieder zurück in Richtung Berzdorf und von dort aus dann mit kurzen Umsteigezeiten weiter nach Eubin. Mein ursprünglicher Plan war es, jeweils gleich viel Zeit in Eubin und Jonsdorf zu verbringen. Ich habe dann aber nochmal geschaut, was man hier alles unternehmen kann und bin dann zu dem Schluss gekommen, doch die gesamte Zeit in Eubin zu verbringen. Und was wir da gemacht haben, das seht ihr dann gleich noch. Hier halten wir kurz am Haltepunkt Jonsdorf Haltestelle an und hier sind wir auch schon zurück in Berzdorf und hier steigen wir nun um auf den Musikzug. Ja, hier ist er schon lautstark eingefahren. Hier sehen wir nochmal unsere sächsische 4K. Und jetzt sind wir hier eben im Musikzug unterwegs, können hier erstmal die Ausfahrt des Sachsenzuges hier beobachten. Wir sind wieder im offenen Wagen unterwegs, wie auch schon bei der Döllnitzbahn. Wie gesagt, der bei der Döllnitzbahn damals eingesetzte Wagen kam ja auch hier aus Zittau, genauso wie die Lokomotive. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr ähnliche Fahrzeugkonstellation, nur dass der Zug hier deutlich länger ist, weil hier auch das Fahrgastaufkommen deutlich höher ist. Nun sind auch wir dran und machen uns nun auf den Weg die letzten gut 3 Kilometer nach Eubin. Diesmal mit etwas weniger Höhenunterschied als auf der Strecke in Richtung Jonsdorf. Aber dafür ist dieser Streckenabschnitt landschaftlich nochmal deutlich spektakulärer, denn das Zittauer Gebirge hat einige Felsen zu bieten und die kann man von dieser Strecke aus besonders gut sehen und beobachten. Und da kann ich wirklich sagen, also das Zittauer Gebirge kann es durchaus aufnehmen mit der Sächsischen Schweiz. Sächsische Schweiz ja sehr bekannt, international auch, lockt viele Touristen an. Das Zittauer Gebirge versteckt sich da so ein bisschen dahinter, muss es aber eigentlich nicht, denn hier hat man genauso schöne Landschaften. Also wer in der Region Dresden, Görlitz, Liberec unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall auch mal ins Zittauer Gebirge vorbeischauen. Noch so ein bisschen Geheimtipp, natürlich nicht ganz unbekannt, aber zumindest im Vergleich zur Sächsischen Schweiz doch noch eher ein Geheimtipp. Und hier fangen nun die Felsen an. Hier beginnt diese wunderschöne Felslandschaft. Rund um Eubin gibt es da wirklich einige dieser Felsen zu sehen. Also da gibt es auch wirklich verschiedenste Ausflugsziele, die man besuchen kann. Schon die Anreise hier mit der Zittauer Schmalspurbahn ist ja wirklich sehr, sehr schön und auch der Zielbahnhof Eubin hat, wie gesagt, einiges zu bieten, was man dann hier anschauen kann. Auch in Jonsdorf gibt es einiges zu tun, aber wenn man nur einen von beiden Orte richtig ausführlich anschauen kann, dann würde ich sagen, beim ersten Mal nach Eubin und dann kann man natürlich gerne nochmal wiederkommen und dann auch noch Jonsdorf erkunden. Wir kommen hier an in Eubin, dem Endbahnhof der Strecke, und hier steigen wir dann gleich erstmal aus, können uns jetzt hier kurz erstmal das Umsetzen der Lok anschauen.
Ja, und für uns ging es dann auf eine kleine Wanderung. Erst einmal ging es nämlich durch die Ritterschlucht und dann hinauf zur Burg von Eubin. Das ist auch der Berg Eubin und auf dem Berg Eubin befindet sich die Burg Eubin und auch ein ehemaliges Kloster. Alles nur noch Ruinen und da gibt es zwei Wege hin, ganz normal über eine Treppe oder mit einem kleinen Umweg kann man hier auch durch diese beeindruckende Ritterschlucht durchgehen. Man kann auch mit Autos hochfahren, da geht es dann über diese Brücke. Und man kommt hier oben am Fuße der Burg heraus, aber das geht zu Fuß wunderbar. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach selber hochzulaufen, wem das körperlich möglich ist. Ansonsten gibt es vom Bahnhof aus auch eine Bimmelbahn, die zum Eingang der Burg führt. Das Ganze kostet Eintritt, lohnt sich aber, weil es wirklich viel zu sehen gibt. Man kann sich hier völlig frei auf dem Gelände bewegen und man kann hier eben tatsächlich wirklich diesen gesamten Berg erkunden. Der gesamte Berg ist nur gegen Eintritt zugänglich, weil das alles hier Burg und Kloster ist. Also das lohnt sich. Und da kann man sogar hier solche geheimen, versteckten Gänge erkunden. Also das macht wirklich Spaß, ist eine große Empfehlung und das Ganze auch wirklich interessant. Hier das Ganze hat mir so ein bisschen Hogwarts-Harry Potter-Atmosphäre gegeben. Sicherlich auch bei mal schlechtem Wetter, Nebel und sowas sehr, sehr spannend. Hier oben, wir hatten jetzt perfektes Ausflugswetter, aber ich glaube auch bei schlechtem Wetter ist das wirklich ziemlich spannend. Ja, gastronomisch etwas eingeschränkt im Moment. Da ist auch ein schönes Gasthaus direkt an der Klippe mit sicherlich großem Gastraum. Das wird allerdings gerade umgebaut bzw. ist geschlossen. Da gibt es noch einen kleinen Kiosk vorne dran, der tschechische Spezialitäten anbietet, denn wir sind hier ja unmittelbar an der Grenze zu Tschechien und das ist der Ausblick, den man oben vom Berg aus hat. Da kann man dann auch mit ein bisschen Glück die Züge der Zittauer Schmalspurbahn beobachten. Sehr schön ist auch einmal der Rundweg, der hier einmal um den gesamten Felsen herumführt, immer wieder mit tollen Ausblicken auf die Natur. Ja, und den sind wir hier einmal komplett abgelaufen, einmal rund um den Berg herum. Also wir waren jetzt hier ungefähr anderthalb Stunden oben auf dem Berg und sind da schon ziemlich schnell unterwegs gewesen. Also um einmal alles zu sehen, braucht man wirklich mindestens anderthalb Stunden. Eher sogar ein bisschen mehr. Also diese zwei Stunden, die wir jetzt hier Aufenthalt in Eubin hatten, waren schon knapp bemessen. Da kann man durchaus auch mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wobei das jetzt in unserem Fall hier mit zwei Stunden Aufenthalt in Eubin und mit dem Befahren beider Bahnstrecken durchaus von Dresden ausgehend ein Tagesausflug war, wo es früh morgens losgeht und man erst am späteren Abend wieder zurück ist. Hier nochmal der tolle Ausblick in das Tal, wo auch die Schmalspurbahn fährt. Ja, und dann war es eben leider auch schon langsam wieder Zeit, runterzugehen. Aber davor nochmal ein Blick hier in die Kirchenruine des Klosters. Und da kann man tatsächlich auch nochmal auf einen Aussichtsturm hinaufgehen. Man hat oben eine Aussichtsplattform auf dem Berg. Und wem das noch nicht hoch genug ist, der kann auch noch hier über diese kleine, schmale Treppe hinaufgehen auf den ehemaligen Kirchturm. Da sollte man schon, sage ich mal, ganz gut schwindelfrei sein. Also das ist schon alles recht eng. Also wer Höhenangst hat oder klaustrophobisch veranlagt ist, dem wird es dort oben wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Aber für alle anderen, es lohnt sich auch nochmal hier dieser grandiose Ausblick auf die Burg, das Kloster und auf Eubin selbst und natürlich auch die umgebende Landschaft. Also das lohnt sich auch da einmal hinaufzusteigen. Also ihr seht schon, es wird viel geboten für den Eintritt. Und dann ging es für uns zu Fuß wieder zurück zum Bahnhof, wo dann auch direkt der Zug kam. Diesmal haben wir eine weitere Besonderheit getestet, denn hier gibt es einen der kleinsten Speisewagen Deutschlands. So sieht er im Inneren aus. Von dort aus konnten wir das Umsetzen der Lok wieder beobachten. Und dann geht es jetzt zurück in Richtung Zittau. Das Ganze hier mit einer kleinen kulinarischen Versorgung. Also das ist jetzt kein Speisewagen, wie man das aus anderen Zügen kennt, wo es warme Speisen und Ähnliches gibt. Aber man bekommt Getränke, kleine Speisen aus der Region, eine Brezel hatte ich mir in dem Fall geholt oder andere kleine kalte Sachen vor allen Dingen und eben Getränke, all solche Sachen kann man hier bekommen. Wir sind jetzt hier inzwischen wieder in Berzdorf. In Berzdorf finden normalerweise eben Zugbegegnungen statt und auch Umstiegsmöglichkeiten bestehen hier jeweils dann zur jeweils anderen Bahnstrecke.
Ja, wir sind mittlerweile zurück in Zittau, haben hier eben wieder die Mandaubrücke überquert und unterqueren jetzt hier das Viadukt der regulären Bahnstrecke in Richtung Tschechien und kommen dann so langsam wieder an unseren Ausgangsbahnhof an. Hier können wir jetzt noch einmal gleich die niveaugleiche Kreuzung mit der normalspurigen Bahnstrecke sehen. Hier haben wir diese Stelle, wo wir die eben wie gesagt niveaugleich kreuzen und dann erreichen wir wieder unseren Zielbahnhof. Den Zittauer Bahnhof, und zwar halten wir hier ja wie gesagt am Bahnhofsvorplatz an. Und hier bin ich jetzt ausgestiegen und von hier aus geht es dann wieder zurück in Richtung Dresden. Dabei werden wir allerdings keine neuen Strecken befahren, das heißt im nächsten Video geht es dann wieder in Dresden los. Das war es erstmal für dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.